Was einen treffenden Bibeltext für den heutigen Gottesdienst angeht, musste ich nicht lange suchen. Denn ich fand keinen besseren Text, keinen geeigneteren als die Worte des Apostel Paulus in seinem leidenschaftlichen, energiegeladenen Brief an seine Freunde in Philippi. Diese Gemeinde hat er selbst gegründet und war mit ihr ganz herzlich verbunden. Und da lesen wir diese Worte. Das Ziel habe ich noch nicht erreicht. Auch ich bin noch nicht vollendet. Ich jage ihm aber nach. Ich möchte es gerne ergreifen, so wie ich von Christus ergriffen bin. Liebe Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Aber eines tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, und verfolge das eine Ziel, den hohen Siegespreis der himmlischen Berufung zu bekommen, die Gott durch Jesus Christus an mich hat ergehen lassen. Welche Bescheidenheit! Ich habe es noch nicht geschafft, ich bin noch nicht vollkommen, aber auch welche Kraft und Entschlossenheit und Zuversicht und Ermutigung spricht aus diesen wenigen Zeilen. Das erinnert mich an einen Bericht aus dem Jahr 1939. Es ist Weihnachten. King George VI. Hält eine Radioansprache in ernster Zeit. Die Bevölkerung des British Empire ist genervt, ist voller Sorge und voller Furcht, denn nach nur 21 Jahren, steht die Welt schon wieder am Abgrund eines mörderischen Krieges. Die britische Insel ist von Hitler-Deutschland nur durch den Ärmelkanal getrennt. Angesichts dieser angespannten, unsicheren Lage, dieser gewaltigen, düsteren Bedrohung spricht nun King George, der VI., zu seinem Volk. Er weiß um die enorme Herausforderung. Er weiß, dass es jetzt gilt, den verängstigten Menschen Mut zu machen, ihnen Hoffnung zu bringen. Er weiß um die große Verantwortung. Gegen Ende seiner Ansprache zitierte eine bis dahin völlig unbekannte Kanadierin mit dem Namen Minnie Louise Haskins. George VI. Macht sie mit folgendem Zitat aus ihrem Stück »The Gate of the Year« über Nacht weltbekannt. Ich übertrage das mal ganz frei. »Und ich bat den Mann, der am Tor des Jahres stand, gib mir ein Licht, dass ich sicheren Schrittes das Unbekannte betreten kann. Und er antwortete mir, geh du ruhig ins Dunkel und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das wird dir mehr als ein Licht sein und sicherer als jeder dir bekannte Pfad. Die Rede des Königs soll zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts zählen. Und so lese und verstehe ich auch die großartigen, diese so ehrlichen Worte des Apostel Paulus im Blick auf die Zukunft. Vor uns liegt ein neues Jahr mit 365 unbeschriebenen Zeiten, das heißt, 5 haben wir schon geschafft. Aber was bringt die Zukunft? Paulus sagt, ich habe noch nicht alles erreicht. Ich bin auch nicht vollendet. Ich jage dem aber nach. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich sehe das Ziel vor Augen. Der Siegespreis, den der Himmel mir verleihen wird. Nach der Lektüre der ersten Ausgaben der Tagespressen im neuen Jahr und nach den ersten Meldungen in Radio und Fernsehen sind diese Worte erfrischend wie kühles Quellwasser. Einer der unvollkommenen und doch der großen der frühen christlichen Gemeinde gibt seinen Gläubigen kraftvolle Instruktionen in schweren Zeiten. Er wird nicht niedergedrückt von Erinnerungen aus der Vergangenheit. Er lässt sich auch nicht ängstigen beim Blick in die Zukunft. Paulus spricht mit klarer, starker Stimme und macht seinen Brüdern und Schwestern begründeten Mut,
begründet im Evangelium des Jesus Christus. Das war sein Auftrag. Und das ist auch unser Auftrag als Kirche Jesu Christi heute. Das sollten wir als Christen alle ganz neu zur Kenntnis nehmen. Die Menschen brauchen Ermutigung. Und wir Christen sollten Mutträger, Mutbringer sein. Es macht traurig, wenn man in Peter Hahnes Gedanken am Sonntag die Mail eines durch Fernsehen bekannten Kollegen zu lesen bekommt. Der schreibt: Ich war seit gefühlt 20 Jahren mal wieder in einem Gottesdienst. Seinen Freunden, die gerade zu Besuch sind, sei es gelungen, ihn zu Weihnachten in die Kirche zu schleppen. Ich war wirklich in Weihnachtsstimmung und bereit, mich von der frohen Botschaft anstecken zu lassen. Nur, die Botschaft war nicht froh, sondern das Pädagogengelaber eines Gleichstellungs- und Flüchtlingsbeauftragten. Dabei lautet doch die Botschaft des Engels in der heiligen Nacht: Siehe, ich verkündige euch große Freude und nicht, ich verkündige euch alle Probleme dieser Welt. Natürlich muss, kann und darf die Kirche auch politisch sein. Doch hat Altbundeskanzler Helmut Schmidt recht, wenn er sich wünscht, Predigt ist etwas anderes als die Tagesschau. Warum machen Kirchen also nicht die einzig überfüllten Gottesdienste des Jahres zu einer Werbung für sich selbst und für die tolle Botschaft der Hoffnung und der Freude? Warum werden stattdessen blutleere Vorträge gehalten, wie sie jeder Krankenkassenfunktionär und jeder Parteipolitiker besser hinbekommt? Mein Kollege jedenfalls, schreibt Peter Hahne, seit seinem letzten Gottesdienstbesuch niedergeschlagen von der Weltmoral des Herrn Pfarrer, will nie mehr in seinem Leben eine Kirche betreten. Solche Nachricht sollte jeden ernsthaften Verkündiger, aber auch uns alle als Christen hellwach machen. Was ist unser Auftrag? Doch es gibt Gott sei Dank auch aktuelle Meldungen, die wirklich ermutigend sind. Schlagzeile: Pfarrer zwischen den Fronten weckte meine Neugier. Hier der Auszug. Seit Wochen stehen sich oppositionelle Demonstranten und Polizei in Kiew in der Ukraine gegenüber. Wir alle haben das im Fernsehen gesehen. Pfarrer Haskas St. Katharinenkirche befindet sich im Zentrum der Auseinandersetzung direkt gegenüber vom Präsidentenpalast. Der aus Brandenburg stammende Theologe betreut seit 4 Jahren die Lutheraner in Kiew. Täglich geht er zum Gebetszelt, das mitten auf dem Freiheitsplatz von evangelischen Freikirchen errichtet wurde. Er ist da. Seine Kirche ist rund um die Uhr geöffnet. Demonstranten und Polizisten werden mit heißen Getränken und Essen versorgt. Und dadurch kommen beide Seiten vorsichtig miteinander ins Gespräch, bis den Polizisten verboten wird, die Kirche jemals wieder zu betreten. Der Glaube des Pfarrers verändert sich durch diese Krise. Schlichte Bibelworte bekommen auf einmal eine ganz andere Brisanz, sagt er. Die Worte Jesu: Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, werden zu praktischen Bitten, die man einfach umsetzen muss. Auch die Weihnachtsbotschaft: Fürchtet euch nicht, erlebt er hautnah. Als die Regierung die Barrikaden im Regierungsviertel räumen lässt und eine Gruppe von etwa 150 Oppositionellen mit Knüppeln die dafür eingesetzten Polizisten zusammenschlagen will, zieht Haska seinen Talar über und stellt sich mutig zwischen die Fronten. Und es gelingt ihm tatsächlich, die wütende Menge zu besänftigen. Er verweist auf die friedliche Revolution in der DDR 1989 und er sagt: Wir haben damals gewonnen, weil wir friedlich geblieben sind.
Und zu seinem Auftrag meint er, wir müssen die Menschen ganzheitlich stärken. Und genau das hat Jesus getan. Es war ein eindrucksvoller Bericht. Doch zurück zu Paulus und seiner Einstellung. Er hatte als jüdischer Bürger viele Vorzüge vorzuweisen. Er zählt eine ganze Reihe auf. Als Jude wurde ich am 8. Tag nach dem Gesetz beschnitten. Ich gehöre zum Stamm Benjamin. Ich bin, wenn ihr wollt, ein Hebräer der Hebräer. Ich bin ein Pharisäer. Mit Stammbaum und Wissen über das Gesetz kann man mich nicht beeindrucken. Und was mein Studium angeht, saß ich zu Füßen Gamaliels. Aber all das bedeutet ihm nichts mehr. Er nennt diese sogenannten Vorzüge im Vergleich zu seinem Kennenlernen von Jesus Müll, modern ausgedrückt Junk. Paulus sagt, ihm ist nur eines noch entscheidend wichtig. Diesen Auferstandenen, der ihm begegnet ist, diesen Jesus Christus mehr kennenzulernen, ja, bis hin zu seiner mächtigen Kraft seiner Auferstehung. Er möchte Gott näher kommen. Die Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Sie könnte auch von Paulus stammen. Er erachtet etwas als gering und ist bereit, es hinter sich zu lassen, angetrieben davon, etwas Besseres zu ergreifen, weil er selbst so leidenschaftlich davon ergriffen ist, das Leben mit diesem Jesus von Nazareth, der auferstanden ist. Mehrfach redet er von unaussprechlicher Freude. Und er sagt, ich vergesse, was da hinten ist, weil das Beste noch kommt. Es liegt noch in der Zukunft. Und man kann nicht unbewältigte Lasten der Vergangenheit in Gottes Zukunft mit hineintragen. Ein entscheidender Satz. Frage, was könnten solche Lasten sein? Alter Ärger und Unversöhnlichkeit? Eine unverdaute, herbe Enttäuschung, die an unseren Beinen wie ein Klotz hängt. Das Hühnchen, das wir noch mit einem Kontrahenten zu rupfen haben. Ständige innere Anspannung wegen unbereinigter Dinge aus der Vergangenheit. Jesus will uns das abnehmen. Dafür gibt es in der Kirche den Altar mit Kreuz. Dort können wir knien und uns ausschütten. Dort können wir abladen und befreit werden. Der wichtigste Teil des Gottesdienstes in meiner Jugendzeit war nach dem Gottesdienst. Als die Angesprochenen zum Altar kamen, knieten und machten Klarschiff mit dem lebendigen Gott. Jesus sagt, kommt her zu mir. Zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben, dass ihr aufatmen könnt. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Sanftmütig hängt mit Mut zusammen. Demütig hängt mit Mut zusammen. Es kostet wirklich Mut und Vertrauen, diesen Schritt zu machen und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich glaube an deine Hilfe, an dein reales Eingreifen in meinem Leben. Paulus vergleicht sich mit dem Läufer, der beim Laufen nicht ständig nach hinten schaut und dadurch das Ziel und die Chance, das Ziel rechtzeitig zu erreichen, verpasst. Schon Jesus hat gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht ständig zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer ins Reich Gottes kommen will, wer mit Gott zusammenarbeiten will, der blickt nach vorne. Die beste Zeit liegt dem Christen noch in der Zukunft. Paulus vergleicht sie aber auch mit dem Läufer, der nicht nur mit den Beinen läuft, sondern mit seinem ganzen Körper. Der Läufer liegt mit dem Oberkörper ausgestreckt nach vorne, benutzt Kopf und Oberkörper als Projektil im Wettrennen.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, so ist es. Da fiel mir sofort die Olympischen Spiele ein mit John Bolt, dem Blitz. Nach vorne ausgerichtet, nicht nach hinten. Das hilft den Beinen schneller voranzukommen, wenn der ganze Körper nach vorne ausgerichtet ist. Alles ist nach vorne ausgerichtet, um den Lauf erfolgreich zu beenden. Das schreibt der Apostel Paulus. Ich bin nach vorne ausgerichtet. Was da hinten ist, vergesse ich. Jede Belastung werfe ich ab. Der Läufer muss frei sein, um den Sieg zu gewinnen. Was ist nun der Siegespreis, den Paulus gewinnen möchte? Es ist die Erfüllung der himmlischen Berufung, der Berufung in seinem Leben, in Zeit und Ewigkeit, die er durch Jesus Christus geschenkt bekommen hat. Jeder hat in seinem Leben einen Ruf Gottes, eine Berufung Gottes, er hat Gaben Gottes. Und Paulus sagt, verschwende das nicht. Verschwende deine Zeit nicht. Sei nach vorne orientiert, zielorientiert und mach das Beste aus dem Leben, das Gott dir gegeben hat. Die Hand des lebendigen Gottes auf seinem Leben zu wissen, das ist die Kraft, die ihn antreibt. Sie lässt ihn buchstäblich immer wieder zu neuen Ufern aufbrechen. Sie lässt ihn neue geistliche Höhen erklimmen. Sie lässt ihn mehr Liebe zu seinen Mitmenschen empfinden. Sie ist bildlich gesprochen der super Treibstoff in seinem Tank. Von Langeweile und Kirchenmüdigkeit ist hier nicht die Rede. Wer wirklich mit Gott lebt, wer sein Leben wirklich Jesus Christus anvertraut, dem wird ganz bestimmt nicht langweilig. Er strebt nach vorne. Er ist ein Nachfolger. Das heißt, einer geht ihm voraus. Ein Bahnbrecher geht ihm voraus und das gibt ihm Kraft. Er weiß, er ist in seinem Leben, in seinem Kampf, in seinem Existenzkampf nicht alleine, sondern einer geht voraus. Und das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Der einzigartige Jesus, einzigartig in seinen Worten und Wundern, einzigartig in seinem Tod und seiner Auferstehung, er ist immer vorn. Er geht immer voran. Und Paulus ist der Nachfolger. Er bleibt auch nicht bei den Gaben hängen, bei den Wohltaten und Segnungen des Jesus, denn er weiß, so wundervoll auch die Geschenke Gottes sein mögen, sie sind alle nur zeitlich begrenzt. Der Aussätzige aus dem Evangelium des Matthäus, der eine Spontanheilung erlebt, erlebt nicht mehr. Sogar Lazarus, der durch seinen Freund Jesus vom Tode erweckt wurde, er musste nach geraumer Zeit wieder sterben. Alle Segnungen, die wir hier erfahren, sind zeitlich. Paulus aber hatte begriffen, das größte Wunder, das Jesus wirkt, ist das Wunder der Aussöhnung des Menschen mit Gott, seinem Schöpfer. Das gilt nicht nur für Zeit, das gilt für die ganze Ewigkeit. Als Jesus dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt worden war, zusprach, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, da galt diese Zusage nicht nur für den Augenblick, nicht nur für ein paar Tage, ein paar Jahre, nicht nur für diese Zeit, sondern für die gesamte Ewigkeit. Der Verbrecher am Kreuz hat das Ziel erreicht. Er war nach Hause gekommen. Das ist das Heil Gottes, das uns angeboten ist in Jesus Christus. Nach Hause zu kommen. Und vorher sind wir unterwegs, immer nach vorne ausgerichtet. 2014 wollen wir gemeinsam voller Zuversicht nach vorne blicken und uns wie Paulus nach vorne orientieren. Als Citykirche Berlin haben wir unter vielen zwei vorrangige Ziele. Erstens, geistliches Wachstum. Wir wollen die Bibel besser kennenlernen und damit Gottes Geschichte mit den Menschen und seine Absichten auch für unser Leben. Während wir die Bibel lesen, betend lesen, wird uns ein ganze Kronleuchter aufgehen. Wir werden so viel mehr verstehen. In 100 Tagen
werden wir eine Reise durch die Bibel machen. Und das in kleinen, machbaren Schritten. Wir haben diese Broschüre erstellt. Eine Reise durch die Bibel in 100 Tagen. Sie gibt so einen, vorne so einen kleinen Überblick über die Bibel und dann die Bibelstellen. Und heute hat schon jemand zu mir gesagt, ach, das überfordert ja überhaupt nicht. Das sind ja gar keine langen Texte. Das kann man gut schaffen. Also, wir bleiben dran. In 100 Tagen machen wir die Reise durch die Bibel in kleinen machbaren Schritten. Und wenn wir jetzt beginnen, sind wir an Ostern schon durch. Wir haben nicht die ganze Bibel gelesen, aber wichtige biblische Texte, wichtige Geschichten, die uns sehr viel Einblick geben über das Handeln Gottes mit den Menschen. Und Sie, unsere Fernsehzuschauer, laden wir ein, mitzumachen. Schreiben Sie uns einfach und wir schicken Ihnen kostenlos diese Broschüre Eine Reise durch die Bibel in 100 Tagen zu. Es wäre schön, wenn in ganz Deutschland Menschen anfangen würden, mit uns zu reisen. Das Zweite, was wir vorhaben, ist, wir wollen anderen Menschen helfen. So oft drehen sich Kirchgemeinden nur um die eigene Achse. Es spielt sich alles hinter den Kirchenmauern ab. Wir wollen hinausgehen aus diesen Mauern und wir wollen Menschen helfen, ganz besonders Kinder, die in Not sind. Wir sind nicht Bill Gates, wir können auch nicht gleich eine große Stiftung starten, aber wir können kleine, konkrete Schritte in der richtigen Richtung gehen. Im letzten Jahr habe ich zwei sympathische Menschen kennengelernt, die junge Melody Franz und ihren Vater Chris. Sie versorgen arme Kinder in Äthiopien mit Schuhen. Denn in ländlichen Gegenden müssen 20-30% der Kinder barfuß gehen. Aus Fußverletzungen werden oft schlimme tropische Krankheiten. Und da der vulkanische Boden säurehaltig ist, leiden bereits 1 Million Menschen an Elefantitis, das heißt an deformierten Beinen mit Beulen und Geschwüren und Schwellungen. Es sind schreckliche Bilder, ich habe sie gesehen. Und weitere 11 Millionen Menschen sind akut gefährdet. Und ich denke, da kann man nicht einfach zusehen. Ein paar Schuhe kosten dort ungefähr 1/3 des Monatseinkommens. Und daher kann sich die arme Bevölkerung keine Schuhe leisten. In den meisten Schulen werden aber Schuhe gefordert. Das heißt, weniger als 50% der Kinder erhalten eine Schulausbildung, weil sie sich keine Schuhe leisten können. Ich denke, wir können damit helfen. Wir können etwas ändern, ganz besonders, wenn wir erfahren, dass wir für nur 15 Euro ein paar Schuhe kaufen können. Schuhe, die von einheimischen Schuhmachern angefertigt werden, und zwar in der richtigen Größe. Und durch Christ ist die Answer Ministries, eine Organisation engagierter Christen, an Kinder unabhängig der Religionszugehörigkeit verteilt werden. Ich denke, da sind wir dabei. Wenn Sie unsere Freunde gerne helfen wollen, geben Sie bitte auf dem Überweisungsträger einfach als Verwendungszweck Schuhe an und Ihre gut leserliche Anschrift. Das ist sehr wichtig. Wir wollen Menschen helfen. Ganz konkret damit beginnen. Es bringt uns Freude, dass wir anderen helfen können. Denn nichts bereitet so viel Freude, als Freude zu schenken. Und wir werden Menschen dazu verhelfen, dass sie erkennen können, der Himmel ist wirklich nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.